Ich grüße euch und heiße euch wieder herzlich willkommen hier zurück zu Warhammer Quest Silver Tower in Hammerhall. Ja, es geht weiter, wir müssen Radomir stürzen. Um den wird es jetzt wohl auch gehen. Wir haben hier aber Feinde, steht jetzt hier nur Sterbliche. Mal schauen, was uns erwartet. Besiege 3 Blutkrieger, gelange zum Ausgang. Okay, also anscheinend ist der gute Radomir geflohen, wa? Elende Plagegeister, ich habe dafür keine Zeit. Krieger, beendet ihre armseligen Leben. Das lese ich mal nicht vor. Sondern also halt. Oh Mann. Für den Blutgott. Wir suchen uns eine gute Position. Und da bleiben wir dann. Blood Warriors. Oh, ein Bloodletter. Na, der gehört aber nicht mit zu den Zielen. Oh, das war jetzt fies. Jetzt ist er extra zuerst mit dem Bloodletter da hingegangen, damit er mit seinen Blutkriegern keinen Schaden kriegt. Gerissen. So geht's hier nicht. Verteidigung senken und tschüss. Und haben wir sogar noch zwei Aktionen übrig. Der ist jetzt auch platt. Und der eine, der will jetzt irgendwie nicht kommen. Jetzt kriegt er aber ein paar Schüsse um die Ohren. Damit hat sich das Level erledigt. Ach nee, gelange zum Ausgang. Wo ist denn der Ausgang? Ach, da drüben. Okay. Sollten wir denn wohl mal hin, wa? Ah, der wird uns jetzt angreifen können, aber der kriegt uns nicht klein. Niemals. Die Blockletter sehen aber irgendwie cool aus hier. Weiß ich nicht. Die sehen cool aus. So, eine epische Truhe. Aus der Geburt. Achso, aus der Klinge geboren. Häufig. Davon habe ich gar keinen Champion. Kann ich gar nicht gebrauchen. Aber die Erfahrung ist hoch. Aber das kann ich nicht gebrauchen, weil das mit Champions ist, die ich gar nicht habe. So, dann geht's weiter in das nächste Kapitel. Vorzeitliche Hallen. Du stürzt dich in die Finsternis auf der Spur des Chaoszauberers Lord Redovia. Wenn sein Plan aufgeht, werden tausende von Bürgern in Hammerhall zugrunde gehen. Hier seht ihr ja im Hintergrund immer dieses eine Portal. Das ist, dass es in Warhammer Age of Sigmar eine oder mehrere Städte gibt, die geteilt sind durch so ein Portal. Das heißt, es gibt ja 8 Reiche in Warhammer Age of Sigmar und da ist dann wirklich die andere Hälfte der Stadt in einem anderen Reich. Beeindruckend finde ich irgendwie. Da läuft er. Wir werden ihn schon aufhalten. Ich habe mich jetzt noch nicht so richtig mit Age of Sigmar befasst, also nur so ein bisschen Wikis gelesen und so. Und die Spiele natürlich gespielt, aber ich finde,
Etwa Sigmar interessanter als 40k. Wahrscheinlich, weil es irgendwie auch dieselben Rassen immer noch sind. Ich fühle mich hier zu Hause, ich fühle mich hier wohl. Genau wie ein Warhammer The Old World auch, sage ich jetzt mal. Ja, einige sagen noch Warhammer Fantasy, einige sagen schon The Old World. Jetzt wird das ja alles ablösen. Und ja, wird auf jeden Fall weiter Age of Sigmar Content machen. Weil ich denke, irgendwann wird vielleicht wirklich so Old World nicht mehr laufen. Was heißt nicht mehr laufen, das ist das falsche Wort, aber vielleicht von Games Workshop nicht mehr supported. Irgendwann, ein paar Jahren. Irgendwie stehe ich hier doof. Wir stellen uns mal ein bisschen anders hin. Es gibt allerdings von Gothic und Felix, nein, ich meine natürlich nur von Gothic, bei Age of Sigmar hat er eine Elfin, die begleitet, die ja, das mit der jetzt weiß ich nicht so ganz warum, die ihn begleitet. Aber da gibt es zwei Bücher von Gothic in Warhammer Age of Sigmar und die gibt es auch auf Deutsch und die gibt es jetzt auch als deutsches Hörspiel, ja, und das wird so mein, also von der Lore wird das so mein Einstieg sein in Warhammer Age of Sigmar. Ich muss aber erst Nagelsteine lesen, kann ich alles auf einmal anfangen. Ja, wenn ihr das Video hier schaut, dann habe ich vielleicht Nagelsteine gelesen. Meine Fresse, ja. Dann komme ich eben zu dir. Geht drauf. War schon richtig, dass ich mich da kurz einmal umpositioniert habe. Sterbliche Nahkampf und Fernkampf haben wir als Gegner. Besiege einen Bluträuberanführer und gelange zum Ausgang. Er ist das wohl wahr, Level 18. Jo. Kein Problem, wir halten erstmal die Stellung. Dankeschön. Dann macht Edgar den Rest. So, wir sollen aber zum Ausgang, wir sollen ja... Achso, nee, den einen müssen wir noch töten. Wie kommst du denn hier? Gerade sagen, darf ich jetzt auch mal wieder was machen? Jetzt brauchen wir eh nur noch zum Ausgang. Nehmen wir den noch mit.
Und dann war es das auch. Also die Hammerhall-Kampagne scheint deutlich einfacher zu sein als die Hauptkampagne. Ich habe bald wieder ein Spielerlevel ab. Sterbliche Nahkampf. Lange zum Ausgang. Oh, dieser Nebel ist giftig. Ich komme so schnell wie möglich durch ihn hindurch. Das kann ja was werden. Ich dachte, ja, diese hier, die kann man zerstören, aber kann man nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Schaden das alles macht. Mit dem ganzen Giftzeug hier. Na, ein bisschen Schaden macht das schon. Ich kann mich jetzt nicht entscheiden. Ich muss zum Ziel, ey. Und da oben ist Heilung. Das weiß ich, ich habe schon mal so ein Ding zerstört. Da gab es auch Heilung. Ouch. Gesagt, da gibt es Heilung. Yes, wir sind wieder voll. Damit sollten wir das jetzt schaffen. Wenn man das nicht weiß, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger, ne? Aber man sieht ja so schon, dass man das nicht schafft, sonst. Ohne das Ding. Sieht man ja. Aus dem Weg. So, da ist kein Gift mehr. Doch
schon mal noch. Verdammt. Ja, leider noch einen Charakter verloren. Wir haben es geschafft. Ich habe leider nur eine Schubkarte bekommen. Ach ja, das war halt ein ätzendes Level. Mal sehen, was jetzt kommt. Vorzeitliche Hallen. Lange zum Ausgang. Sargoras? Sagt nicht, sie arbeiten auch mit diesem Zauberer zusammen. Ja, irgendwie arbeiten alle mit ihm zusammen. Er scheint wohl vom ungeteilten Chaos zu sein. Und die für eine Reichweite. Interessant, wenn ich mich mit Edgar bewege hierhin, dann wird er sofort beschossen. Aber wir können ja eigentlich ganz easy peasy normal durchgehen. Sein, die machen einen Schritt nach vorne. Auch sonst da eine Kiste, ne? Ja, zum Glück machen die mit dem Bogen nicht so viel Schaden. Du müsstest den jetzt auch noch kriegen, jawohl. Oh. Und vielleicht können wir die Death mal senken. Das hätten wir vielleicht vorher machen sollen. Aber ich Idiot denke da meistens nicht dran. Das ist so wie in Total War Warhammer, ja? Da. Vergesse ich auch manchmal so einige Sachen. Und zwar vergesse ich da meistens vorher die Agenten zu bewegen auf der Kampagnenkarte, damit ich sehe, wo die Gegner sind. Und was mache ich, Idiot? Ich bewege erst die Armee. Und renn dann irgendwo. Entweder in den Hinterhalt rein oder ich renne dann so weit nach vorne, dass ich mich gar nicht mehr zurückziehen kann, wenn mich dann zwei Armeen angreifen. Zum Beispiel mit Gewaltmarsch. Du bist jetzt platt. Kannst du nur wieder die Depp singen. Lol. Oh Scheiße. Ach, das sah nur so stark aus. Interessant. Jawohl. Ja klar! Boah, Alter, dass das jetzt bis hier rüber reicht, das hätte ich jetzt niemals erwartet. Scheiße. Tja. Wie gesagt, das habe ich jetzt halt gar nicht erwartet. Der nicht. Achso, ich wäre auch hier in Reichweite gewesen für ihn. Oh ja, schieß mal ruhig daneben. Bis wohin kannst du denn? Ach, dahin. Okay, dann gehst du mal dahin. Kannst jetzt allerdings nichts mehr machen. Du killst den und gehst da oben hin. Wie sieht's aus mit Einfrieren? Geht nicht. Und dann sind wir jetzt da.
geschafft. Oh, wieder nur eine Schriftrolle. Scheiße. Eine Gur mit Fernkampf und Nahkampf. So, die Levels mag ich irgendwie. Und allgemein die ganzen Levels hier in Warhammer Quest ziemlich gut. Muss ich ehrlich gestehen. Da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger. Ach, wenn ich darauf klicke, sehe ich die Reichweite. Den Explosionsradius, aha. Interessant. Hätte ich das mal vorher gewusst. Dann ist es eigentlich am besten, wenn ich da nicht drauf schieße. Weil Sardwolf hat ja selber nur eine Reichweite von 3 Feldern. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe. Also nee, wenn ich jetzt ein ich da dran wäre, dann könnte ich das zwar anvisieren, aber dann würde ich auch wieder verbrennen, ja. Also am besten nicht drauf feuern. Weil meine Reichweite einfach zu kurz ist. Und den kriege ich leider irgendwie nicht. Aber doch, die Bungie müsste das eigentlich hinkriegen. Dafür muss der dahin und den müssen wir dann dahin. Und das geht das nicht. Das kriege ich den da nicht weg. Ich hätte natürlich auch mit Sardwolf wieder zurückgehen können, aber die steht halt ganz vorne. Das wäre unpraktisch. So. Ja klar. Ja, ich gelange zum Ausgang. Ich muss warten. Raus sind alles Nahkämpfer-Boas. Ups. Naja, nur sie brennt. Okay, überlebt, alles gut. Wir sind at home. Da habe ich die Macht meines Amuletts kurz mal wieder unterschätzt, ja. Low. Ja, dieses Kapitel werden wir wohl jetzt leider nicht mehr schaffen. Aber dann vielleicht beim nächsten Mal.
Vernichte ein höllische Orte. Der Zauber versucht wohl, Macht aus diesem Sturmportal zu ziehen. Zerstöre die höllischen Pforten und wir können hindurchgehen. Ist ja nur die eine da oben. Sollte jetzt nicht allzu schwierig sein. Was habe ich gerade gesagt? Wie kann ich denn da jetzt einfach muss wohl immer in Deckung gehen. Gegner erwischt es auch. Krass. Also immer schön hinter den Säulen bleiben. Dahin und dann haben wir das jetzt eigentlich gleich. Ja, Edgard ist leider erwischt. Ihn erwischt es ja meistens. Nach einem kurzen Schockerlebnis war das dann doch ziemlich einfach. Level 10, 100 Beschwörungssteine. Ja, ich brauche aber noch 145 für eine epische Beschwörung. Brauche ich 112 Schriftrollen. Feinde, sterbliche Nahkampf mit Gangkampf. Noch so ein Ding. Diesmal auf der anderen Seite. Ja, das ist jetzt hier natürlich doof. Zum Glück darf er nur zweimal angreifen. Naja, was heißt nur? Auch nicht schlecht. So, du gehst. Kommt einfach mal da. Bleib erstmal so. Wieder mal Glück gehabt. Gehabt. Die Gegner werden gerade wieder stärker. Ja, alle außer Reichweite. Cool.
jetzt müssen wir da nur noch. Ja, denkt ihr, das Feuer geht weg? Nö. Was. Gut, damit sind wir auch wieder bei einer halben Stunde. Ja, der übliche Loot. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.